Du, der ist ein neuen Markus Adenauso. Wer ist auch immer, ey. Die sind Namen hier. Du bekommst keine Kombination. Das ist wirklich eine Tür jetzt. Ich weiß immer noch nicht, wie ich hier reingeraten bin. Durch den Fernseher, ne? Oder hier ein Kamin? Was ist Kamin und kein Fernseher? Hier irgendwie nicht. Komisch. Doch, hier, ne? Aber kommst du auch nicht mehr wieder rein? Okay, ist egal. Ah, ich hab gedacht, da komme ich schon rum. Spider! So, da brauchte ich ja die hier, ne? Bei den Grünen. Ey, Grün gegen Grün war blöd. Dann den hier. Boom. So, nochmal. Wir könnten ja diesen Nase Fluch mal ausprobieren. Wobei, machen wir das später mal. Das ist bestimmt jetzt auch stärker. Ja, gut. Letzten Stück kriegen wir doch. Okay, so, muss ich jetzt das Buch hinbringen? Naja, ich habe schon gecheckt. Natürlich hier irgendwo noch was drin sein. Weiß ja nie, ja, oder? Ja, eine Karte. So, wo ist denn jetzt Madame Pins? Madame Pins, Madame Pins, wo sind sie? Die studiert mit der Muggel, befindet sich hinter diesem. Befindet sich auf diesem Stockwerk auch für Kunst und Musik. Tja. Ist sie hier irgendwo? Ein bisschen komisch, wenn jetzt die Gegner sind und mit dem Pins hier im Musikzimmer wäre. Ja, guck mal, hier geht's noch länger. Oh, den richtigen Gang hier noch. Verschlossen. Da ist er bestimmt hinter. Komische Figur hier. Kopfdingen. Hä? Was ist das denn jetzt? Du weißt, den Geheimgang. Ah. Sei vorsichtig, wenn du die unbenutzten Klassenräume gehst, du könntest dort auf unheimliche Dinge stoßen. Dort ist eine Toilette. Hier werde ich sie bestimmt nicht finden. Außer die ist gerade am Klo. Der war auch sehr unhöflich, ne? Hier brauchen wir wieder einen Geheimgang. Achso, das war der hier. Was war hier? Da ist gar nichts. Ich muss doch da. Derzeitige Aufgabe: bringe die gestohlenen Flugbücher zurück zur Bibliothek. Ja, ich bin ja in der Bibliothek, zumindest auf dem Stockwerk der Bibliothek. Aber hier war es auch nicht. Ja. So, noch eine Karte. Hänge ich hier feste? Kartenkombination. Karte! Ihr wisst beschenkt. So, kaufen. Was können wir denn hier kaufen? Kürbispastete. Mega-Power-Trank. Aufpippetrank. Ich würde sagen, dann nehmen wir mal davon ein paar mit, ne? So. Zack. Dann hier. Hier ist eine neue Kartenkombination, Harry. Du bekommst Kartenkombinationen. Hier ist eine neue Kartenkombination. Sie ist gerade erst mit einer Eule eingetroffen. Du bekommst Kartenkombinationen. Eine brandneue Kartenkombination, Harry. Ich hoffe, es ist eine gute. Eine gut, hier deine neue Kartenkombination. Hier gibt es nur Hauptgewinne. Schon wieder eine Kartenkombination. Wir sagen dir Bescheid. Kombination bekommen. Okay. Versuche Kartenpaare zu finden, bewege den Cursor auf eine Karte und drücke den A-Knopf, um die Karte umzudrehen. Drehe eine zweite Karte um. Bla bla bla, das hab ich schon mal gemacht. Ja. Guck mal hier, haben wir einmal da, einmal da. Den hatten wir noch nicht, den hatten wir noch nicht. Der war hier oben. Dann war der unten links. Der hatten wir den schon? Nee. Nicht. Hier ist der. So, und dann war der hier. Und dann sind die, die wir gar nicht hatten, da. Juhu!
Memory geschafft. Sehr schön. So, aber mit dem Pins haben wir immer noch nicht gefunden. Wir können eigentlich mal gerade hier dieses Furi Magie uns anschauen. Ach, guck mal, hier haben wir eine komplette. Alle Karten von. Hier, Mann. Komplett schiert. So, wenn wir jetzt hier. Das hier. Da fehlen aber immer noch Karten überall. Dann halt nicht. So, da war. Nee, da waren wir doch drin, oder? So, wir bekommen Kartenkombination. Ja, aber hier ist ja auch keiner mit den Pins. So, wieder eine Karte. Soll ich denn das Buch hinbringen? Ist doch die Bibliothek. Oder nicht? In diesem Korridor gibt es eine magische Tür, die zu Flitwigs Klassenzimmer führt. So, bei der war auch. Oder ist das hier nicht? Doch, ich sollte hier bei Bibliothek. Ich verstehe das nicht. Wo muss ich denn hier hin? Ja, einfach mal so Flitwick. Nee, das bin ich auf der falschen Ebene. Ja, du bist im Korridor des 6. Stocks, ja toll. Wir können natürlich auch so rausfinden. Du bist im Korridor des 5. Stocks. Wenn ich jetzt hier einfach mal reingehe. Dann steht hier, du bist im Unterrichtsraum für Kunst der Muggel. Also es ist ja eigentlich eher Muggelkunde hier, oder nicht? Und nicht die Bibliothek. Du bist im Studierzimmer der Muggel. Da gehen wir nochmal runter. Wo ist denn die Bibliothek? Hospitalflüge befinden sich im Stockwerk mit dem Poppy, bla bla bla. Bin ich hier? Mach schon hier. Im Professor Binz Büro. Wo ist die Bibliothek? Vielleicht hier? Kurs Büro. Da. Also das ist nicht sein Büro, ja, das ist ja nicht sein. Nicht da reinlaufen. Nicht sein Klassenzimmer. Oh, das ist ja doch so. Geht es dir besser, Harry? Ja, ich habe den Fluch mit dem Gegenflug gefunden. Buch mit dem Gegenflug. Gut gemacht, Harry. Meine Prinz wird sicher sehr froh darüber sein, dass das Buch wieder auf seinem alten Platz steht. Okay, brauche ich das gar nicht unbedingt zu packen. Na gut. Dann gehen wir zu Curl. Tack, 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 tack. Da ist er. Ich habe den richtigen, das richtige Buch mit dem richtigen Gegenflug gefunden. Sehr gut. Aber Harry, ich habe eigentlich auch nichts anderes erwartet. 10 Punkte für Gryffindor. Gib mir das Buch und ich bringe es mit dem Pins zurück. Ja toll. Das, ja. Woher hätte ich das jetzt wissen sollen? Naja, du gibst Fluchhandbuch. Juhu! Ja, Gryffindor, Spitzenreiter, so muss das. Du hast Peace einen Strich durch die Richtung gemacht und das gestohlene Buch wieder in die Bibliothek gebracht. Die Neuigkeit über eine neue Kartenkombination im Sammelverein macht derzeit die Runde. Der Unterricht ist beendet. Ich habe ja gar keinen Unterricht bekommen. Naja, was soll's. Professor Quirrell, ja, ich will gar nicht mit dir quatschen. Ich wollte eigentlich diesen Vorhang. Ist ja weit weg genug weg. Na. Oh, wo bin ich denn jetzt hier? Eine Karte mal wieder. Du bist im Korridor des 2. Stocks. Du bist in Klasse für Zauberkunst.
Bei Flitwick. So, guck mal, was hab ich richtig gemacht? Ich war früher mal auf der Zauberkunstschule, aber so etwas ist mir da nicht untergekommen. Hm? Na, ich wollte doch nicht mit Online quatschen. Hä? Quatsch ich immer mit derselben hier? Mit dir quatschen. Psst, ich höre gerade dem Professor zu. Psst, ich glaube, der Lehrer hat uns schon im Visier. Ja, wo ist er denn? Wir sollten besser nicht während des Unterrichts sprechen, sonst werden wir noch bestraft. Der ist ja der Kleine. Weil so klein ist ja so gar nicht, so im Verhältnis, ne? Wenn man sich guckt, ist ja eigentlich genau gleich groß. Du bekommst Kartenkombination. Warum kriege ich gerade aus dem Professor Blitz eine Kartenkombination? Weil ich nicht mit ihm angesprochen habe. Hallo, Professor Flitwick. Heute versuchen wir, eine Feder zum Schweben zu bringen. Da du ja schon hier rumstehst, Harry, könntest du mir bei der Vorführung des Experiments behilflich sein? Er hätte besser mich nehmen sollen. Ich kann das doch schon alles. Oh ja, du bist eine mächtige Zauberin. Siehst du, du hast es geschafft, meine Augen zum Rollen zu bringen. Mach nun genau die Bewegung nach, die ich dir mit meinem Zauberstab vormache, Harry. Die anderen sehen bitte ganz genau zu. Willkommen bei Zauberspruchunterricht. Mach meine Bewegungen nach, um einige Gegenstände zu schweben zu bringen. Wenn du es schaffst, einen Gegenstand auf die erforderliche Höhe anzuheben, kannst du es mit schweren Gegenständen versuchen. Wenn du zu viele Fehler machst, musst du von vorn beginnen. Na toll. Was muss ich machen? Hä? Hä? Achso. Jetzt habe ich es verstanden. Also rauf. Rauf. Darf ich jetzt? Rauf, links, rauf. Yeah! Rauf, links, rauf, runter. Rauf. Rauf, links, rauf, runter, rauf. Wupp. Rauf, links, rauf, runter, rauf, rechts, links. Rauf, links, rauf, runter, rauf, rechts, links. Wupp. Yay! Runter, hoch, rechts, runter. Runter, hoch, rechts, runter. Hoch. Runter, hoch, rechts, runter. Runter. Rechts. Hä? Runter, hoch, rechts, runter. So, jetzt aber. Runter, hoch, rechts, runter. Runter, hoch, rechts, runter, runter, hoch. Runter. Hoch, runter. Oh, verdammt. Das ist immer so, sowas zu merken, ey. Ja, und jetzt? Der Stuhl scheint am Boden festgeklebt. Noch ein Versuch, Harry. Mach genug die Bewegung nach, die ich dir mit meinem Zauberstab vormache, Harry. Die anderen sehen bitte ganz genau zu. Ich die Stimme nicht richtig. Oh nein! Hep, hep. Naja, okay. Links, runter, hoch. Links, runter, hoch. Links, runter, hoch, rechts, rechts. Links, runter, hoch, rechts, rechts. Links, runter, hoch, rechts, rechts, runter, links. Links, runter, hoch, rechts, rechts, runter, links. Links, links, runter, hoch. Links, links, runter, hoch. Links, links, runter, hoch, runter, rechts. Links, runter. Hä? Links, ach zweimal links, runter, hoch, runter, rechts. Links, links, runter, hoch, links. Was? Links, links, runter, hoch, runter, rechts.
links, links, runter, hoch, rechts. Was war da? Ah, ist doch kacke. Mann, jetzt muss ich das nochmal machen. Ah, das ist ätzend. Rechts, hoch, runter. Rechts, hoch, runter. Rechts, hoch, runter. Links, hoch. Rechts, hoch, runter. Rechts. Hä? Rechts, hoch, runter. Links, hoch. Rechts, runter. Was? Rechts, hoch, runter. Links, hoch. Rechts, hoch, runter, links, hoch. Rechts, hoch, runter, links, hoch, links, rechts. Was hab ich schon wieder vergessen, ey? Ja. Verdammt, 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 das müssen wir jetzt anders machen. Ich hole mir jetzt einen Stift und Papier. So, das ist mir jetzt zu blöd. Das ist mir jetzt zu blöd. Also, er macht runter, 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 rechts. Pfeil, rechts. Runter, runter, rechts. So. Hoch, hoch. Hoch, hoch. So. Runter, runter, rechts, hoch, hoch. Zack. Dann nach rechts und nochmal nach rechts. Ich bin ein alt Mann hier, ne? Das kann ich mir nicht mehr merken. So, runter, runter, rechts, hoch, hoch, rechts, rechts. Juhu! Ist so easy, ey. Runter. Links, hoch, links. Also, runter, links, runter, hoch. Verdammt. Ich hoffe, ich hab's jetzt richtig. Runter, links, runter. Na, verdammt. Runter, links, hoch, links. Also. Hoch, links. Runter, links, hoch, links. So. Dann nach hoch und dann nochmal nach links. Dann hoch und nochmal nach links. Runter, links, hoch, links, hoch, links. Runter, rechts. Runter, rechts. So. Runter, links. Hoch, links, hoch, links, runter, rechts. Ja! Ah, ist auch ein Stuhl, ey. Hoch, rechts, links, rechts. Was? Das war ein zu viel. Hoch, rechts, links, rechts. Und dann hoch. Hoch, rechts, links, rechts. Hoch. Ah ja, hoch war richtig. Links, runter. Links und runter. Hoch, rechts, links, rechts. Hoch, links, runter. Runter und nach rechts. Das kann ich doch kein Mensch so merken, ey. Hoch, rechts, links, rechts. Hoch, links. Runter, runter, rechts. Yeah! Bitte kein Stuhl mehr oder sonst was. Ich sollte erst nur Feder hochbringen, ey. Achso, weiter. Yeah! Du hast diese Übung perfekt gemeistert, Harry. 15 Punkte für die hervorragende Arbeit. Und wieder geht die Stunden hoch. Aber die anderen ziehen auch nach. Ja. Danke, dass du es
der Klasse vorgeführt hast, Harry. Hier hast du einen Zauberspruch zur Belohnung. Du lernst den neuen Wingardium Leviosa. Gut gemacht, Harry. Dürfner kann stolz auf dich sein. Ja, Harry, sogar ich hätte es nicht besser machen können. Meine lieben Schüler, übt bis zur nächsten Stunde die Bewegung mit dem Zauberstab, die Harry und ich euch vorgemacht haben, und auch den Zauber mit der Feder. Hiermit ist der Unterricht beendet. Eine weitere akademische Leistung. Du hast die Zauberkunstunterricht erfolgreich abgeschlossen. Jeder in der Schule weiß, dass es im Sammelverein eine neue Kartenkunstunterricht gibt. So, quatschen wir mal mit dem. Nun aber auf zur nächsten Stunde, Harry. Okay, hier muss man mal runter. Dann da raus. Speichern wir mal den Erfolg hier.